Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus. Es wird wieder trashig. Heute geht es um das Sommerhaus mal wieder. Es gibt viel Drama zwischen Alex und Erik Stehfest. Und ich dachte, das wäre für euch nochmal interessant, dass ich das hier so ein wenig zusammenfasse, was in den letzten 24 Stunden so passiert ist. Wenn euch das interessiert, was im Sommerhaus rundherum abgeht an Gossip, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Zeigt mir das mit den Likes. Schickt es vielleicht auch gerne Freunden, die das Sommerhaus gerne schauen und nichts mehr verpassen wollen. Und wenn ihr die vierte Folge noch nicht gesehen habt und nicht auf die TV-Ausstrahlung warten könnt, dann habe ich auf meinem Uncut-Channel exklusiv dort die vierte Folge schon zusammengefasst. Und es geht auch so ein bisschen um die vierte Folge dort im Sommerhaus. Und so viel werde ich dann hier auch spoilern, ja, und mit euch hier besprechen. Denn Erik Stehfest hat sich jetzt bei Alex entschuldigt, denn Erik und Edith haben ein Vierergespräch führen wollen mit Vanessa und auch Alex, weil Alex ja Vanessa gekniffen hat oder... Ja, die drücken es immer unterschiedlich aus. Ich würde sagen, er hat sie halt so ein bisschen gezwickt und wollte sie wohl in Schutz nehmen, weil die Situation dort, in dieser Interviewsituation bei RTL sehr unangenehm war und beide dort einen sehr unangenehmen Moment hatten. Ich fand es ein bisschen übergriffig. Man muss jetzt allerdings auch keinen Staatsakt draus machen. Dennoch finde ich das irgendwie too much. Er wollte sie wohl schützen und diese unangenehme Situation ja für sich dort regeln, indem man sagt, Mensch, hier komm, lass es lieber, sag nichts. Man kann aber auch sagen, Mensch, komm, lass das jetzt hier lieber. Der hätte das einfach so sagen sollen. Ich glaube, das ist jetzt hier irgendwie uncool. Ich glaube, wir stehen beide blöde da. Wäre, glaube ich, besser gewesen, als sie da so in den Rücken zu zwicken. Man muss jetzt allerdings auch keinen Staatsakt draus machen. Beide sind da anscheinend dann doch im Nachhinein cool mit gewesen mit der Situation und drücken das jetzt auch ganz anders aus als dort in der Folge, wo sie auch sagt, sie wurde gekniffen, also Vanessa selbst. Aber nun gut, mir soll es wurscht sein. Und Erik und Edith haben dann für Vanessa versucht, ein Gespräch anzuzetteln. Manche haben das sehr als inszeniert wahrgenommen. Ich fand es auch so ein bisschen, ja, hallo für die Kamera, hallo Vanessa und Erik, so nach dem Motto. Also sie haben natürlich nicht in die Kamera geguckt, aber irgendwie wirkte das schon so, ja, wir sprechen jetzt mal politisch korrekt mit den beiden, weil das geht ja für uns nicht, das ist nicht mit unseren Werten zu vereinen. Ja, wenn man Werte hat und sowas nicht ab kann, dann geht man erst recht nicht ins Sommerhaus, wenn man schon weiß, was einen da erwartet aus den letzten Staffeln. Aber gut, Erik und Edith haben dann dieses Gespräch geführt, das kam dann so semi an. Und ja, am Ende haben sich ja dann auch Vanessa und Alex im Garten vertragen. Ja, so viel kann ich jetzt spoilern, mehr sage ich auch nicht. Und Erik hat sich jetzt entschuldigt für sein Verhalten und für sein anmaßendes Verhalten. Denn er hat auch einem Alex quasi mehr oder weniger gesagt, Mensch, such dir mal einen Psychologen und bist eigentlich hier reif für die Geschlossene, mehr oder weniger, ja. Und das war natürlich auch alles ein bisschen unschön, gerade von so empathischen Leuten wie Erik und Edith, könnte man das besser klären. Und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie habt ihr jetzt die beiden dort empfunden? Also Erik und Edith und auch Alex und Vanessa, auf welcher Seite seid ihr jetzt? Auf jeden Fall merke ich, es sind da sehr viele Leute verschiedener Meinung und ich würde natürlich meine Meinung auch dazu noch sagen als Fazit, aber zeige euch jetzt erstmal den Ausschnitt von seiner Story, also von Erik jetzt und seine Entschuldigung an Alex. Ja, ihr Wundervollen, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ich wollte die Gelegenheit ganz kurz nutzen und mich tatsächlich entschuldigen für meine Aussagen, die ich jetzt vor kurzem getroffen habe bezüglich Alex. Das ist an dich gerichtet, lieber Alex. Tut mir wirklich leid, was ich da gesagt habe. Das ist absolut nicht meine Art, so zu schießen, so auszuteilen. Und das Anschauen der Folgen hat mich einfach nochmal extrem zurückgeworfen in die Zeit im Sommerhaus. Was wirklich sehr anstrengend war dort für mich, klaren Kopf zu bewahren. Und deswegen möchte ich das gerne zurücknehmen. Tut mir leid. Genau. Liebe Grüße. Er hat auch Folgendes noch geschrieben. Die Entschuldigung kommt von Herzen. Sich zu entschuldigen ist für mich etwas, das ich nie wirklich beigebracht bekommen habe. Deshalb fällt es mir nicht leicht.
Doch meine Worte an Alex haben in mir nachgewirkt und ich habe gefühlt, dass ich eine Grenze überschritten habe. Egal, was vorgefallen ist, es steht mir nicht zu, seine psychische Verfassung zu beurteilen. Ich wünsche ihm und Vanessa alles Gute auf ihrem Weg. @AlexPetrovic. Und jetzt kann man sagen, Mensch, ist doch eigentlich cool. Und ich dachte auch, Mensch, eigentlich ist es doch dann ganz nett. Andererseits, wenn man jetzt Alex' Meinung dazu hört und das auch so ein bisschen noch weiter hinterfragt, dann kann man schon, auch wenn man Alex nicht mag, auch ihm ein paar Punkte geben. Zum einen möchte ich jetzt nicht die fünfte Folge spoilern und euch jetzt hier schon Dinge erzählen, die ich vielleicht schon mal so gehört habe. Aber es soll ja wohl einiges passieren, was das irgendwie vorhersehbar macht, diese Entschuldigung. Und es soll, wie kann ich das jetzt so erklären, dass ihr nicht gespoilert werdet? Aber ja, auf jeden Fall, schaut euch die fünfte Folge an. Da wird auf jeden Fall einiges dann in Frage gestellt werden, was jetzt ein Erik uns dort versucht zu verkaufen. Und ich muss auch sagen, wenn das, was jetzt auch ein Alex gleich in der Story uns so erzählt, dann auch hinterfragt wird, dass man ja anscheinend wussten ein Erik und ein Edith, dass Alex in Behandlung selber ist und auch sich Hilfe gesucht hat mit Vanessa. Vanessa auch schon in Behandlung war zu dem Zeitpunkt und beide an ihren Fehlern gearbeitet haben und beide wirken jetzt harmonischer. Das kann natürlich auch alles ein Inszenieren sein nach außen, dass alles möglichst perfekt ist, damit die natürlich dann auch besser dastehen, weil sie auch sehr in der Kritik sind. Ja, man muss sie natürlich genauso hinterfragen wie auch ein Erik und eine Edith. Andererseits sind beide, also Erik und Edith, halt auch Schauspieler und können natürlich dann auch Dinge so, ja, vielleicht verkaufen, dass es dann möglichst authentisch wirkt. Und man kann das natürlich dann auch hinterfragen, dass das natürlich alles verlogen ist, um sich besser darzustellen. Denn dass beide sich auch positiv darstellen wollten im Sommerhaus, ist auch klar. Sie ist für eine ganze Community reingegangen, ja, und Co. Und er ist auch so ein bisschen halt verschroben, ja, also ein bisschen merkwürdig. Ja. Und nun gut, beide haben auch nochmal klargestellt, dass sie keine offene Beziehung mehr führen. Das habe ich bei Ramon gesehen in der Story. Ja, da hat sie nochmal ganz klar gesagt, nee, die führen keine offene Beziehung, obwohl sie im Haus ja gesagt haben und offen damit umgegangen sind, dass sie ja nun ganz gerne auch mit Damen noch zugange ist. Und dann wäre das ja eine offene Beziehung. Wenn das allerdings nicht mehr aktuell ist, dann führen die halt eine monogame Beziehung. Mir ist es am Ende auch wurscht und ich glaube euch auch, aber nun gut, das scheint auch ein ziemlich großes Thema gewesen zu sein für beide, von daher haben die das jetzt nochmal klargestellt, das wollte ich euch nicht vorenthalten und zeige euch jetzt erstmal den Ausschnitt von Alex, bevor ich dann zu meinem Fazit komme. Also ich kann da irgendwie alle so ein bisschen verstehen, aber es ist irgendwie schon so auch ein bisschen Drama für die Schlagzeilen, aber wir nehmen das hier mit, ne? Für die Klicks und für die Unterhaltung. So Leute, ich bin gerade auf dem Weg nach Köln zu Felix Sturm, die nächste Boxsession steht an. Ich bin gerade sehr verwundert, weil ich auch mitbekommen habe, dass Erik sich öffentlich bei mir entschuldigt hat. Ich sage es jetzt kurz und knapp. Ich glaube ihm kein Wort. Der macht das nur, um sein Image zu retten. Er hat bewusst vor 2 Wochen in die Welt gesetzt auf Instagram. Ich hätte schon mal in irgendeiner TV-Show eine Frau geschlagen, was Rufmord ist, was rufschädigend ist, was extrem auf meine Lasten geht. Ohne Rücksicht auf Verluste hat er das in die Welt gesetzt, ohne Bildmaterial zu liefern. Ich meine, wenn es in einer TV-Show war, dann liefer doch die Bilder, dann liefer doch die Beweise, dann hast du doch was Handfestes, dann kannst du dir nicht einfach irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Ja, das war maßlos übertrieben, das ist Rufmord. Er kann froh sein, dass ich da nicht rechtlich gegen ihn vorgehe. Unter anderem hat er genauso auch auf meinen Rückgrat, ich sag mal auf gut Deutsch, geschissen in der Show, als er das Interview mit mir, Vanessa und mit Edith geführt hat, ja, das Gespräch, wo er mich öffentlich auflaufen lassen wollte, wo er behauptet hat, ich wäre körperlich tätig im Interview gewesen, wobei ich Vanessa gezwickt habe, weil sie in dem Moment etwas Unpassendes gesagt hat. Dafür habe ich mich schon maßlos entschuldigt. Allerdings habe ich auch sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, dass sie das kennen, dass man mal dem Partner einen Stupser gibt oder dass man ihn symbolisiert, wenn man gerade nicht verbal kommunizieren kann, dass es too much ist. Und ja, das, was er macht, ist einfach ein abgekartetes Spiel. Er ist offiziell Schauspieler. Wir wissen alle, dass er in Rollen schlüpfen kann. Er kann genauso gut Reue vorspielen, so wie er auch Wut und Empörung ausspielen konnte. Man hat im Dschungel schon gesehen, was für eine Fassade der Typ hat. Also ich glaube ihm kein einziges Wort.
Die Krönung war es noch zu behaupten, ich bräuchte eine stationäre Behandlung, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon seit Monaten in der Paartherapie war. Und das wusste er zu dem Zeitpunkt auch, weil ich das öffentlich kommuniziert hatte. Plus noch bei der gleichen Therapeutin Einzelstunden genommen habe und noch weiterhin nehmen werde. Genau das Gleiche macht auch Vanessa. Wir haben beide uns selbst reflektiert, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, wir haben uns die Fehler eingestanden und arbeiten an uns. Und dann noch auf jemanden draufzuschlagen und zu behaupten, er bräuchte es psychisch so labil, dass er eine stationäre Behandlung benötigt, ist einfach, wie soll ich das erklären, das ist einfach komplett intolerant. Und genau das Gegenteil von dem, was er vermeintlich mit Edith immer versucht vorzuspielen, auf tolerant sein, Regenbogenflaggen und jeder kann jeden akzeptieren und sollte jeden akzeptieren und dann akzeptiert er nicht, dass ich einen Fehler eingesehen habe und daran arbeite. Muss nochmal von oben drauf stampfen. Ich glaube, er entschuldigt sich nur, weil er ganz genau weiß, dass er einen heftigen Shitstorm kriegt. Jetzt gerade, weil viele Menschen genauso denken wie ich, weil die Menschen meinen Prozess, meine Entwicklung sehen, weil sie sehen, dass ich an mir arbeite, dass ich über mich hinausgewachsen bin und mich verbessert habe und er bei weitem niemand Relevantes in meinem Leben ist und das Recht hat, mich, meine Beziehung und meine psychische Verfassung zu beurteilen. Und das noch öffentlich, okay? Die Krönung war einfach, dass er behauptet hat, ich hätte irgendeine Frau bereits schon in irgendeiner TV-Show schon geschlagen. Das ist Rufmord, das geht auf meine Lasten. Er war rücksichtslos, es war ihm scheißegal, was er damit anrichtet. Hauptsache, er hat gehofft, dass ich mich dazu äußere, damit er seine Plattform kriegt. Ich habe es nicht getan, was mir sehr schwer fiel, aber ich wusste ganz genau, der möchte mich nur aus der Reserve locken. Deswegen habe ich meinen Mund gehalten und dabei hat mich auch Vanessa unterstützt, meine Emotionen in dem Moment zu kontrollieren, obwohl es so hart unfair war. Aber das Leben ist nicht nur mal fair. Ich habe mich damit abgefunden, dass die Leute immer nur die Fehler bei mir suchen und nicht das Gute sehen, dass die Leute mich immer nur auf die Fehler festnageln werden oder vermeintliche Aussagen so umdrehen wollen, dass ich immer als der Schlechte dargestellt werde. Ich habe mich damit abgefunden, das ist diese moderne Welt, das ist diese Fake-Welt, in der wir leben und ich habe es einfach akzeptiert. Aber dass der das macht mit seiner Vergangenheit und auf sowas übertolerant macht, und dann in dem Moment so intolerant ist, das ist der absolute Widerspruch in sich. Und ich habe ihm sogar Respekt ausgesprochen bei seiner Vergangenheit, als er sich da öffentlich zum dritten Mal in der Show natürlich geoutet hat, dass er Drogen konsumiert hat, dass er den Weg zurückgeschafft hat mit Edith. Vanessa und ich waren eine der wenigen, die ihm extrem Respekt ausgesprochen haben. Wir waren richtig cool miteinander in der Show und dann zieht er so eine Scheiße ab, geht so über mich her, nur um seine Plattform zu kriegen. Das ist alles andere als korrekt. Und das ist nicht verzeihlich. Ne? Dann noch zu behaupten, anstatt in die stationäre Behandlung zu gehen, geht er zum Boxkampf, um noch mehr seine Aggression zu stärken. Der Typ hat monatelang, und da habe ich Screenshots, hat monatelang den Veranstalter angebettelt über sein Profil, über Ediths Profil. Er hat über versucht, Kontakt aufzunehmen zu dem Veranstalter, um einen Kampf gegen mich zu betteln. Er hat 2 Monate wirklich gebettelt. Ich habe Nachrichten, wo er schreibt, bitte, bitte, bitte gib mir den Kampf gegen Alex. Obwohl der Kampf gegen Diogo schon feststand, obwohl Erik nicht in meiner Gewichtsklasse ist, das sowieso nicht klappen würde. Und dann behauptet der Umkehrschluss, wie kann der Typ jetzt seine Aggression mit einem Boxkampf nochmal fördern. Das ist diese Doppelmoral, in der wir leben. Das ist diese Intoleranz, in der wir leben. Und der Typ ist einfach ein extremer Schauspieler. Ich kaufe ihn kein einziges Wort ab. Und das ist mein Statement dazu, damit ihr wisst, warum er das auch alles macht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Folge 5 und dann bin ich sehr gespannt und dann werden, glaube ich, vielen die Augen geöffnet werden, dass ihr seht, was für ein falsches Spiel der Typ spielt. Also mich kriegst du nicht weich mit deiner vermeintlich vorgespielten Entschuldigung. Sorry. Am Ende muss ich als Fazit sagen, weiß ich nicht so richtig, auf welcher Seite ich da sein soll. Ich finde Vanessa und Alex schon sehr schwierig. Man muss auch sagen, dass sie in der Sendung halt sehr schwierig rüberkamen und auch Alex in der Vergangenheit bei Couple Challenge zum Beispiel oder auch bei Temptation Island, wo er ja Vanessa kennengelernt hat, ja mit der Christina, seiner Ex, nicht gut umgegangen ist und auch bei Couple Challenge gab es Bilder, Momente, wo man gesagt hat, oh Gott, der spricht aber schon ziemlich heftig mit seiner Frau damals, mit seiner Freundin und baut sich auf und das kann als Frau schon bedrohlich wirken. Ja, also wie gesagt, und dieses Kneifen, es ist alles nicht so richtig cool. Wenn er jetzt allerdings an sich gearbeitet hat und diese Fehler bereut
und sich eine Therapie gesucht hat, in Therapie schon damals war und auch jetzt noch und auch beide in Paartherapie sind und beide für sich entschlossen haben, daran zu arbeiten und ihre Fehler anzugehen. Ja, was will man jetzt mehr erwarten am Ende? Ja, dass er jetzt vielleicht nicht perfekt dadurch wird, okay, das muss dann Vanessa ausbaden oder sie muss mit ihm die Beziehung führen, nicht wir. Und wenn beide sagen, ey, wir lieben uns, wir möchten an der Beziehung festhalten, dann steht es mir als außenstehender YouTuber auch nicht zu, darüber zu urteilen. Ne? Also das ist Fakt und Phase und ihr könnt das gerne anders sehen, aber ich bin da halt so, okay, wenn die sich Hilfe suchen und an sich arbeiten, ist es das schon mal der erste große Schritt. Und das machen die anscheinend die letzten Monate. Und ob das jetzt nur für die Kamera ist, um sich jetzt besser zu verkaufen oder ob das jetzt wirklich jetzt so ist, wie es ist oder scheint, ja, dann, wie gesagt, also ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich Hilfe sucht und auch ein Erik ist sehr mutig mit seinen ganzen Traumata umgegangen und auch seine Dinge wurden ja festgehalten auf RTL Plus und ich muss sagen, ich finde es grundsätzlich gut, wenn Leute auch so offen damit umgehen und sich Hilfe suchen und die Fehler auch ja, rückblickend erkennen und daran arbeiten. Ja, und das machen ja beide Seiten. Und ihr könnt unten reinschreiben, habt ihr jetzt die Entschuldigung als real wahrgenommen oder nicht? Er hat es ja auch nochmal betont, er meint das wirklich ernst. Und vielleicht hat sich das alles ein bisschen hochgekocht, auch wegen diesem Boxkampf da, ja. Und ob die jetzt beide in der gleichen Gewichtsklasse kämpfen, ich glaube, das ist bei so einem Showkampf, mehr ist es ja am Ende nicht. Relativ Hupe, wenn jetzt er sagt, er möchte gegen größeren, schwereren Boxer kämpfen, ist es ja seine Sache. Und das war auch immer schon erlaubt. Auch beim Profiboxen können Leute sagen, okay, sie boxen eine Stufe höher. Allerdings sind das dann meist Showkämpfe. Und mehr ist es ja dort nicht. Das sind ja keine Profikämpfe. Wenn das jetzt Profiboxen wäre, dann müsste er halt ordentlich zulegen, der Erik, und sagen, okay, ich nehme nochmal 10, 15 Kilo zu, damit ich auch die Gewichtsklasse habe. Ich glaube, Alex kämpft dann im Schwergewicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Kilo er wiegt. Ich glaube, ab 90 Kilo geht ja das Schwergewicht schon los, meines Erachtens. Habe früher mal viel Boxen geguckt, deswegen kenne ich mich auch so ein bisschen aus. Wie es jetzt ist, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall bei so einem Showkampf könnte ein Alex trotzdem gegen einen Erik boxen. Und ich glaube auch, dass Erik versus Alex von der Quote her, also wenn ich jetzt Promoter wäre, würde ich sagen, ey, das ist doch jetzt geil. Vielleicht halten sie das jetzt aber auch am Laufen für den nächsten Kampf, ein paar Monate später. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass beide eine ganz gute Partie abliefern. Und beide dort, weil Erik kommt ja wohl auch aus dem Kampfsport, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ne? Also warum soll er nicht kämpfen? Also ich würde als Promoter den Kampf machen. Also wenn ihr mir jetzt hier 50.000 oder 100.000 gibt, damit ich so eine kleine Halle mieten kann, dann wäre das doch kein schlechter Kampf, oder? Würdet ihr euch den Kampf anschauen? Für wen wärt ihr? Schreibt das unten rein, lasst gerne ein kostenloses Abo da, folgt mir überall und schickt mir auch gerne in den Stories, nicht in den Stories, auf Instagram, in den DMs, die Stories von den Leuten zu, wenn aktuelle Dinge passieren. Ich bleibe am Ball, auch bei den nächsten Videos und in den nächsten Tagen und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.